So, schieben wir jetzt erstmal den Stein in die Mitte. Und kriegen noch so einen Siegelstein. So einen Schlüsselstein. So. Das Licht ausmachen, bevor wir gehen. Und holen uns den letzten Stein. So. Gut. Hm? Ist ja auch immer nett, dass die Interaktionssachen so aufleuchten. Dong. So. Das ist wiederum gemein. Ja, ihr seid vier. Mit Können und Disziplin schafft man alles. So, aber das war's schon von euch. Gut. Ich finde es auch lustig, dass ihre Keulen immer hier liegen bleiben. So, Gold. Und ich nehme an, jetzt kommt gleich... Ist das überhaupt der Ausgang? Ja, ist es. Oh, und es sind zur Abwechslung endlich mal vernünftige Werte hier eingetragen. Ja, jetzt sieht man auch endlich mal unseren Balken, weil bis jetzt waren da immer so Werte, die im Bereich des Unmöglichen lagen. Ja, Schildwurf, Essen vernichten, Gegner töten, das ist sehr nice. 10% mehr Schaden machen. Und Grand Bitsing Winger. Achievement not unlocked. Ja, toll, sie haben Sachen gefixt und jetzt haben sie neue Sachen reingebracht. Wie das hier zum Beispiel, das Achievements unlocked, nicht unlocked. Ich vermute, diese Tunnel führen zur Ork-Festung hinab. Okay, wieder ein dunkles Level. Voller Spinnen. Ja, es scheint schon mal alles etwas besser zu funktionieren, auch der Combo-Counter hier unten. Hier gibt es was zu verschieben, aber hier gibt es Gold. Das lasse ich mir ja nicht entgehen, das Gold. Wir haben 4 Leben, das ist schon mal eine gute Ausgangsbasis für den Arena-Kampf nachher. Und 4 Mana-Tränke, das ist noch besser. Hier gibt es Essen. So, sammeln wir mal welches ein. Töten die Spinnen hinter uns. Und gucken uns weiter um. Wenn man sich so umgucken kann in der Dunkelheit. Okay, da leuchtet schon mal was. Das wird wahrscheinlich der Kronenträger sein. So. Wow. Weg mit dir. Sind beispiellos, Walküre. So. Rüberspringen, rüberspringen. Spinne töten, rüberspringen. So. Wow. Auf jeden Fall viele Gegner schon mal. Wow. Ein paar viel zu viele Gegner. Und die Schaman. So. So, einmal durchkloppen. Dem Grunt eine dem Moloch eine verpassen. Du siehst mir eigentlich fast schon aus von der Größe hier wie ein Ogre. Aber egal. So. Gold einsacken. Können wir immer gebrauchen, Gold. Da ist der Weg weiter. Da ist eine Spinne noch, die sich verlaufen hat. Eine, kommen immer mehr. Also ja, ich finde die Idee eigentlich gar nicht mal so schlecht mit dem Dunkelheit und der in der Dunkelheit ständig spawnenden Spinnen, ja. Viel zu viele Worte mit S. Hi Orks. Tschüss Orks. Hi Ork-Moloch. Tschüss Ork-Moloch. So. Die beiden sind auch weg. Können wir weitergehen. Essen.
Noch ein Mana-Trank. Okay, wir sind bestens vorbereitet für die Arena nachher. Und ja, ich nenne die Dinger einfach mal Mana-Tränke. Weil man die ja braucht, um die Artefakt-Zauber zu aktivieren. Hey Jungs. Im Bosskampf nachher werden wir wahrscheinlich kein Artefakt haben. So, eine ist aufgesammelt, also keine Artefakt-Tränke. Oh, das Brüllen klingt nicht so toll. Wow. Orks, Orks, Orks. Schamane. Trank voll. Ja, au. Ich glaube, das behalte ich. So, weg mit dem Ork-Schaman, der nervt nämlich. So, jetzt müssen die Orks selber dran glauben. Au. Das sieht wertvoll aus. Ah. Zweimal am selben Ork vorbeigedasht und von ihm einen Gong bekommen. Das wird langsam lächerlich. So. Ich habe den Kopf abgehackt. Ja, das geht auch. Ganz gut. So, Essen einsammeln. Wow, Spinne. Spinne, so. Geld und jetzt brauche ich den Weg weiter. Ist es hier in der unteren Ecke liegt doch was? Nö. Okay, da ist der Weg weiter. Da hinten sehe ich schon mal einen Ork-Schaman leuchten. Oder einen Grunt-Schaman. Und sehr viele Grunts, die auf mich zustürmen. Naja, solange sie geradeaus auf mich zustürmen, geht es ja einigermaßen noch. So. So, weg. Au. Ich glaube, das behalte ich. In die Horde rein, sich reinzumetzen, ist natürlich keine so gute Idee. So. Gut. Schlüssel. Hier liegt ein Schlüssel und da oben war irgendwo noch einer. Genau. So. Und ein dritter. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Drei-Toren-Schloss. Drei-Schlüssel-Schloss-Ding. Genau. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und wieder Grunts. Grunts in der Dunkelheit. Könnte fast schon ein Filmtitel sein. Au. Wow. Wände, ja. Weg mit dir, Schamane. Weg mit dem Essen. Und da ist auch schon der Ausgang. So, erstmal das ganze Gold hier einsacken. Und dann raus hier. Level abgeschlossen. So, goldener Bonus. Fortfahren. Noch mehr Gegner mit dem Schiffwurf getötet. Essen vernichtet. Bezwinger. Grunt-Bezwinger. Hm. Sind wahrscheinlich immer die vier, bei denen ich am weitesten fortschreite. Solange sie in Richtung des eingehenden Schadens blickt. Oh. Hallo, Spinni de Spin. Du kriegst gleich schon mal Besuch von meinem Doppelgänger bei Führen. So. So. Das ist jetzt wiederum nicht so nett. Je mächtiger der Feind, desto härter wird der Feind. Ja. So, sterbt erstmal. Ich sammle Essen ein währenddessen. Oh, der Juggernaut trägt die Krone. Das heißt, den mache ich nachher gleich fertig. Wenn ich den Spawner erledigt habe. Na, der Juggernaut gerade ein bisschen dämlich ist. Oh, noch ein Spawner. Wow. Aua.
Gut, der Juggernaut muss dran glauben. Ich schnapp mir die Krone. Hau mal ein paar neue Walküren raus. Mach den Spawner tot. Und jetzt das Kleidzeug. So. So, schlag ein paar Mal in die Luft. Der Beschwörungsstein muss vernichtet werden. Ja. Den vernichte ich auch gerade. So, weg mit dem Juggernaut. Das Böse wird aus diesem Reich vertrieben. Au. Spinnt hier. Das sieht wertvoll aus. Einer ist weg. Noch einer weg. Ja, jede Menge fliegende Köpfe und Wände. Übertreibt's doch. So. Zwei noch. So. Was kommt jetzt? Wie, das war's schon? Wer war das nicht? Okay, das war jetzt mal meiner Meinung nach viel zu einfach. Aber gut, verratet es keinem. Ich habe Spaß an diesem Spiel. Hier könnte man sich in eine Todesfalle boxieren und da oben ist irgendwie Holz hingeglitscht. Was da gar nicht sein sollte. Ich sammle Gold ein. So. Und raus hier. Ja. Fortfahren. Ja, die Punkte hier sehen schon mal realistischer aus als 10 Millionen, was früher da überstand. Geschwindigkeit, ja, so lala, okay. Hey, cool, Höhlenheld. Weil wir jetzt kein einziges Mal gestorben sind in diesem Durchgang, können wir uns jetzt 6% schneller bewegen. Das müssen wir dann nochmal auf schwierig machen. Für 8%, wie ich es mir gedacht habe. Hm, sehr schön. Höhlenheld, das wird uns sogar seitlich da angezeigt. Nee, das war nur die Information. So, ich würde gerne... Würde ich was einkaufen? Hm... Der Ring, habe ich schon mal gesagt, der bringt nicht so viel, aber ich würde ihn gerne mal wieder ausrüsten. Nur für alle Fälle. Ausstattung. Ja, das hier können wir bald freischalten, wenn wir jetzt den Boss vor den Höhlen angegangen sind. Neue Ausrüstung. Ja, die Ausrüstung kennen wir zwar schon, wird uns auch jetzt gleich in den Bosskampf nichts bringen, aber ich sehe sie trotzdem mal an. Der Unterschlupf der Bestie. Da sterben sie für gewöhnlich. Ein Meer von Leichen. Ich habe so eine Ahnung, dass das ein harter Kampf wird. Okay. Härter als der König? Okay, das hier sieht schon mal nicht so toll aus. Jetzt bin ich mal gespannt, was unser Boss ist. So, hier runter. Schon mal Gold einsacken für den Anfang. Das soll die Bestie sein. Was für eine hässliche Kreatur. Die Bestie von Orox. Oh, wir haben aber kaum Licht. Und sie hat Gehilfen dabei. Wow. Wow. Ja. Beste Taktik. Immer ausweichen. Durch die
durch die Gehilfen durchdashen wohl, nehme ich an. Wow. Oder auf jeden Fall aus den roten Kreisen rausgehen. Und eigentlich wollte ich sagen, ach, er ist gerade unbesiegbar. Wow. Jetzt ist das nicht mehr. Und eben einfach die Frisbee ins Gesicht schmeißen, wenn es möglich ist. Wow. Autsch. Mal Essen aufsammeln, ist glaube ich auch taktisch klug. Und die Frisbee voll daneben werfen. Ja, es kommt immer mehr. Naja, jetzt habe ich die Frisbee halt durch seine Recken geworfen.